Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier in Lübeck Hauptbahnhof und da haben die Aufgabe, unseren Zug bis nach Hamburg zu fahren. Ob ich wirklich dahin fahre, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir unseren Zug hier erstmal hinspawnen. Dort fährt noch ein wunderschöner Güterzug aus. Dort steht noch ein wunderschöner RE und unser Zug wird hier jetzt, wie gesagt, hingespawnt. Dazu müssen wir hier auch einen neuen Zug erzeugen. So. Dann gehen wir hier drauf, nehmen uns den. So, das ist doch jetzt. Warte mal. Stehen so herum. Jetzt so herum stehen. Immer so herum. Das ist falsch. Auf jeden Fall. Oder? So, das ist auf jeden Fall diese Richtung. Laufen wir den jetzt hin? Muss man eben überlegen hier. Okay, das ist auf jeden Fall die richtige Seite. Gut, dann müssen wir, können wir den hier hinstellen. Auch seht mal, was da steht. Bundesrepublik Deutschland, ein wunderschönes Repaint. Gut, dann erzeugen wir unseren Zug hier. Mal das Ganze nochmal. Mal das Ganze nochmal. Zack, zack, zack. Genau, dann passt das nämlich auch. So. Wunderschön. Wunderschön. Also ihr seht, ich habe mir heute den Metropolitan ausgesucht. Ich finde, das ist ein wunderschöner Zug. Leider viel, viel zu selten noch zu sehen. Fast gar nicht mehr, weil natürlich nicht mehr allzu oft fährt. Ja, ich habe mir gedacht, machen das heute mal wieder. Ich hatte den, glaube ich, noch nie komplett als Metropolitan, also auch nicht die Wagen. Und dank Repaint. Beziehungsweise ja, dank Repaint aus dem Creators Club war das jetzt möglich. Also ihr seht, ich habe da hinten auch noch eine Schienenblock eingesetzt, damit wir auch vom Fleck kommen, weil ich habe ein bisschen lang gebaut. Ich habe insgesamt 11 Wagen plus 2 Loks. Das sind dann 14 Fahrzeuge. Aber ja. Wir werden jetzt hier unseren Zug ein wenig aufrüsten, die Türen öffnen und dann uns eine Route legen. Und dann mal sehen, wo es hingeht. Die Sonne geht langsam unter, wir haben 4:30 durch. Und an diesem 10. Februar 2024, ich habe auch den Metropolitan danach benannt, Metropolitan 2024. Und ja, wenn jetzt hier, wie gesagt, unseren Zug aufrüsten, können uns das Ganze ja noch ganz kurz im Fotomodus ansehen. Und dann sehen wir, dass das wunderschöne ist, auch hier mit der Sonne. Das ist doch einfach ein Traum, oder? Das ist doch wirklich ein wunderschöner Traum. So, machen wir da ein kleines Foto von. Ach geil. So, steigen wir mal ein, würde ich sagen. So, müssen wir natürlich die Zugsicherungssysteme einstellen. Dann müssen wir die Spitzenlichter einstellen. Zack. Müssen das öffnen. Können wir die Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen, dann können wir die Türen öffnen. Genau. Störung, Ja, Störung. AFB natürlich noch. AFB, Ganz AFB, logisch. AFB. So, dann können wir uns noch eine Route legen. Und zwar machen wir die bis. Das ist ein ganz schönes Stück. Ja, bis hier.
Wie gesagt, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, das ist das Problem. Dann, genau, machen wir das bis hier. Ne, machen wir das bis hier. Bis hier hin. Das geht natürlich nicht. Geht das hier drauf? Das ist nicht möglich. Aber der vielleicht? Auch nicht. Das ist möglich. Wunderbar. So, wir haben noch Rot. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an der Route, sondern einfach daran, dass uns jemand entgegenkommt oder so. Wo ist denn unser Fahrweg? So. Geht hier oben rum. Ist denn da irgendjemand, das. Sieht ja eigentlich gut aus. Von hinten, da vielleicht was? Na gut, könnte sein, dass einer von denen, dass er oder er erst Ausfahrt hat. Das kann natürlich sein, dass wir deswegen rot haben. Warten wir es einfach mal ab, würde ich sagen. Beeinflussung. Warten wir es einfach mal ab. Ich weiß nicht, wann der hier Ausfahrt hat. Der Ausfahrt. Uhr, okay, der fährt auf jeden Fall schon mal vor uns. Der hat auf jeden Fall vor uns Ausfahrt. Der hier. Uhr, der könnte sogar auch noch vor uns sein. Warten wir mal den IC ab, würde ich sagen, was das Signal davon verlangt. Beziehungsweise, was ist das denn? Er hat auf jeden Fall die Türen geschlossen und setzt sich in Bewegung. Und dann warten wir einfach mal ab, was passiert, würde ich sagen. Er hat aber den falschen Stromabnehmer gehoben, aber das ist jetzt nur, fällt jetzt nur mir auf, oder? Ach so, deswegen. Das ist ein Doppel-Sandwich. Okay, vielleicht deswegen. So, noch sagt unser Signal nichts. Es scheint, dass wir den RE auch noch vorlassen müssen. Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, er hat um 16:42 Uhr Ausfahrt Richtung Hamburg. Gut, das sind jetzt noch 4 Minuten. Ich denke, das kriegen wir auch noch hin. Auch noch hin, würde ich sagen. Können wir mal Stelle kontaktieren? Nee, das dürfen wir nicht. Na gut, dann warten wir noch 3 Minuten ab, bis der hier Ausfahrt hat. Ist der Lübecker Hauptbahnhof? Nicht weiter anscheinend.
So, 2 Minuten noch, dann dürfen wir. Bitte achten Sie auf den Kopf. Ach, wir dürfen, dann schließen wir die Türen. Lösen die Bremse. Schließvorgang eingeleitet. Und schalten langsam auf. Haben wir doch vor dem Meer Ausfahrt. Sehr schön. Einfach nur geil. So, da vorne ist rot, warum auch immer. So, dann werden wir gleich erstmal halten und ein rotes Signal vor uns haben. Ich denke mal, dass der RE gleich Vorfahrt hat. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass der da gleich rumfährt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Tippe ich jetzt einfach mal. Sie So, dann schauen wir mal, was das Problem ist. Also ich sehe nichts, was irgendwie vor uns liegt. RE steht da immer noch. Warum? Ich hoffe, das ist kein Bug. Das wäre jetzt schade.
Mich wundert es, dass der RE noch nicht losgefahren ist. Der hätte 42 Ausfahrt. Warum haben wir da jetzt halt? Ach, deswegen wahrscheinlich. Weil der fährt da auf einem anderen Gleis. Ich verstehe es nicht. Da machen wir es nochmal. Ja, jetzt ist grün, sehr schön. Das lag doch an dem Effekt. Hier die Karte? Ne, scheiße. Moment mal. Ne.
So, wir fahren erstmal bis Rheinfeld, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Sonst würde ich ja die Strecke bis Hamburg fahren. Einfach nur Trauma. Einfach nur Trauma. Sifa, Sifa. Noch. Wie gesagt, ich habe leider nicht mehr Zeit jetzt. Von daher wird das eine etwas kürzere Fahrt. Aber wir können sie ja nachholen. Ich kann ja abspeichern, dann können wir die Fahrt bis Hamburg weiterfahren. Ich kann ja gleich die Route schon mal bis Hamburg legen. Und da machen wir das einfach später weiter, das ist ja kein Problem. So, dann wären wir erstmal in Rheinfeld. Sifa, Sifa. Zugbeeinflussung. Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe.
So, öffnen wir erstmal die Türen, dann geben wir die Karte. So, dann machen wir die Route bis Hamburg. Ach, jetzt haben wir grün, da können wir die Türen ja schließen. Was ist jetzt los? Manchmal spielt das Spiel aber auch. So, auf jeden Fall schon mal abspeichern.